Hi Fabi, ihr hattet jetzt zuletzt ein freies Wochenende. Wie hast du das nutzen können und was war heute beim ersten Training der Heimspielwoche Inhalt? Ja, ich war das Wochenende natürlich weg, habe ein bisschen probiert, den Kopf frei zu kriegen. Wie gesagt, auch wichtig jetzt für die nächsten Wochen, für die entscheidenden Wochen. Und ja, ich denke, ja, wir haben heute gut angefangen. Tempo war extrem hoch und alle sind ja heiß auf Samstag. Am Samstag, du sagst es, steht Stuttgart als einer von vier direkten Konkurrenten an, die im Saisonendspurt noch folgen. Siehst du das als einen Vorteil oder eher als ein Risiko, dass es da unten so dicht zur Sache geht? Ja gut, lässt sich, denke ich, schwierig sagen. Ich denke, wir müssen unsere Spiele gewinnen und dann kann das ein Vorteil sein. Wie gesagt, wenn wir das gewinnen, dann sieht das wieder ein bisschen entspannter aus. Und ich denke, das sollte auch unser Ziel sein. Gonzo, habt ihr ja als ehemaligen Stuttgart-Kapitän sogar bei euch im Team. Hat er da euch den ein oder anderen Tipp verraten oder hält er sich dahingehend eher zurück? Ja gut, wir sind jetzt relativ am Anfang der Woche, hat er jetzt noch nicht so viel verraten, aber ich denke, dass wir ja, die Mannschaft noch extrem gut aus dem Hinspiel kennen und von daher ja, brauche ich da jetzt nicht extrem viel sagen. Ich denke, jeder weiß, worum es geht und worauf es ankommt. Wir haben gute Erinnerungen an Stuttgart. Die letzten drei Spiele in der Bundesliga haben wir alle gewinnen können. Siehst du das als ein gutes Omen an? Ja, auch das lässt sich schlecht sagen. Wie gesagt, klar ist es schön, auch zu wissen, waren extrem wichtige Siege auch für uns. Ja, spricht nichts dagegen, dass wir die Serie fortsetzen. Aber es ist halt schwierig jetzt zu sagen, ja, weil wir die letzten Spiele gewonnen haben, gewinnen wir das auch. Also das ist ja klar. Ich denke, wir müssen alles raushauen. Da haben wir natürlich auch eine Chance, wieder gegen Stuttgart zu gewinnen. Abgesehen vom Gegner erwartet am Samstag noch ein ganz besonderes Highlight. Das erstmal seit Pandemiebeginn erwartet wieder eine Vollauslastung des Stadions auf euch. Ist das im Vorfeld schon ein bisschen Thema in der Kabine gewesen? Oder ja, was macht das mit einem, wenn man weiß, okay, am Samstag ist die Hütte wieder voll? Ja, ist natürlich, ich denke, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich denke, dass das ja, für jeden Einzelnen aus der Mannschaft gilt, dass natürlich pure Freude ist, dass das Stadion wieder voll ist. Ist für uns in unserer Situation auch wichtig, dass wir die Fans dementsprechend mitnehmen können. Aber großartig Thema ist das nicht. Ich denke, wir sollten uns auf Stuttgart konzentrieren und ja, der Rest kommt von alleine. Danke Fabi und dann sehen wir uns am Samstag. Klar, gerne.